Punkt für die Moral heute hier, 2:2? Ja, ich denke auf jeden Fall. Man hat schon viele andere Mannschaften hier gesehen, ist nicht so leicht. Union Berlin macht es wirklich einem sehr schwierig, operieren viel mit langen Bällen und sind in der Luft sehr stark, symptomatisch dafür, denke ich, auch die ersten beiden Gegentore von uns. Ja, ich habe so zwei Gefühle. Ich glaube, die Mannschaft hat es danach noch super gemacht, nochmal zurückzukommen. Und wir sind auch froh, dass wir das Spiel jetzt nicht verloren haben und dass wir diese mentale Kraft gezeigt haben, um nochmal zurückzukommen, weiterzuspielen, nach vorne, mutig zu sein und das 2:2 zu schießen. Ich glaube, das ist das Positive, was wir mitnehmen müssen. Wenn man aber das ganze Spiel sieht, denke ich, dass wir sehr, sehr dominant waren. Und dann am Ende gut für Schluss mit meinem Ausgleich von Superball von Jao und Superflanke. So, ja gut, dann nimmst du hier einen Punkt und sind wir nie vorgekommen. Wir sind gekommen vor 3, das ist auch ganz klar, aber ja, manchmal ist ein Spiel, wie es ist, und dann musst du es nehmen, auch wie es kommt. Und ich finde, dass wir sicher einen Punkt verdient haben. Klar, ja, ich glaube, wenn man sich dann auch andere Ergebnisse anschaut, war Tabellenplatz 6 drin. Ja, das ist unser Ziel nach wie vor. Und deswegen ist schade, aber nichtsdestotrotz, wir sind ungeschlagen. Darauf können wir aufbauen und hoffen dann gegen Leipzig nächste Woche, in der Woche, wo wir jetzt auch mal ein bisschen durchboosten können, natürlich auf einen Heimsieg. Wolltest du nach deinen beiden Toren zuletzt mit dem Fuß uns hier bei Wölfe TV unbedingt beweisen, dass du es auch mit dem Kopf kannst? Ja, Mikel, unser Reha-Trainer, hat schon gesagt, dass jetzt ein Tor mit dem Kopf dran ist. Ist gerade echt witzig, dass es so mit dem Tore-Schießen klappt. Aber ich denke, viel mehr ist oder wichtiger ist auch, dass wir als Mannschaft Erfolg haben. Und wenn ich dann meinen Teil dazu beitragen kann, umso besser. Das war einfach ein super Ball und die höchste Geschnelligkeit. Genau auf den richtigen Moment. Ich muss sagen, natürlich war mein Laufweg war gut. Von hinten aus bin ich an vorne gekommen, weil ich kein Abseits war, weil ich war hinter dem Ball. Und der war schön ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen. Aber ja gut, ich habe ihn gut auf den Kopf gekommen lassen und dann gebe ich ihm 70%.